Hi Leute, herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Umbaureihe. Wir starten heute im Freien. Wir zeigen euch, was wir im Außenbereich noch so ein wenig geplant haben, welche Außenwerbung an die Fenster kommt. Ich würde sagen, legen wir direkt los. Folgt mir. Viel Spaß. Wir laufen einfach mal heute komplett rund ums Gebäude. Ich möchte euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Folgt mir mal. Erstmal noch vielen Dank an die Firma Meier. Sie wird sich komplett um die Bäder und um Sanitär, Heizung etc. kümmern. Also wenn ihr jemanden braucht, rund um Pirmasens, das ist euer Mann. Wie ihr sehen könnt, wir haben unsere eigene Plakatwand. Die wird auch beleuchtet sein. Hier werdet ihr eventuell verschiedene Monatsaktionen drauf finden. Vielleicht ein bisschen Promo für uns selbst von unseren aktuellen Hoodie-Kollektionen oder Eiweißprodukten oder ähnliches unserer Supplement-Reihe. Ja, lassen wir uns noch was Schönes einfallen. Hier haben wir geplant, für die Fläche nochmal einen Außenbereich, eine kleine Terrasse zu bauen. Eine kleine Holzterrasse mit Außenbestuhlung. Sobald das Ganze wieder erlaubt ist, dürft ihr hier eure Shakes oder auch den ein oder anderen Kaffee sippen. Ja, ihr wisst Bescheid. Wir müssen ein Stückchen laufen. Vielleicht bekommt man jetzt auch einfach mal ein besseres Gefühl. In den letzten Wochen, beziehungsweise eigentlich seit dem letzten Video, erreichen mich immer wieder viele Fragen bezüglich der Größe. Jetzt habt ihr den riesen Tower gesehen, ihr habt den Gerätepark gesehen. Ein Teil davon, natürlich nicht alles. Und mich erreicht jetzt immer wieder die Frage, reicht der Platz, wie willst du hier alles unterbekommen? Aber man bekommt jetzt, glaube ich, mal ein klein wenig einen besseren Einblick. Es ist ein großes Gebäude. Insgesamt haben wir knapp 300 Quadratmeter und die Trainingsfläche beläuft sich auf ca. 210 Quadratmeter. Pure Fitness. Gehen wir mal noch ein Stück weiter. Die Außenwerbung zieht sich einmal komplett drumherum. Wir haben geplant, ungefähr bis hier komplett blickdicht zu machen. Und dann, weil das ganze Gebäude in Oktagonform gebaut ist, wollten wir auch mit kleinen Oktagon-Puzzleteilen das Ganze nach oben auslaufen lassen, in verschiedenen Transparenttönen, aber so, dass ihr euch beim Trainieren nicht beobachtet fühlt, aber trotzdem wir viel Licht reinbekommen und einfach ein angenehmes Ambiente haben. Ja? Weiter geht's. So, hier haben wir die Sonnenseite, ihr seht schon, ich petze ein bisschen die Augen zusammen, was aber wunderschön ist, endlich mal wieder von der Sonne geküsst. Das war ein bisschen übertrieben, oder? Ja, ja. Selbstdarstellung ist nicht so meine Sache. Selbstdarstellung ist nicht so meine Sache. Okay, hier haben wir noch extra Sonnenschutz. Der muss noch neu bezogen werden. Wir haben zwar eine Klima, aber ich meine, gerade die Tagessonne, die ballert schon ordentlich. Da wollt ihr es kühl und angenehm haben beim Training. Ins Schwitzen bringe ich euch. Ready? Hier haben wir nochmal einen kleinen Außenbereich und hier sollte nochmal genau wie drüben dieselbe Terrasse entstehen. Ihr seht, hier ist nochmal eine riesige Fläche. Hier wird nächstes Jahr die eine oder andere Überraschung auf euch warten. Also wer gerne an der frischen Luft trainiert, der darf sich freuen. Sally? Sally stürzt hier rum. Sally macht dir... Sally, hast du schon wieder Schnapsintus, oder? So, aktuell ist natürlich alles noch im Rohzustand, wir haben noch keine Außenwerbung angebracht. Hier seht ihr schon den Haupteingang, der wird auch beleuchtet sein. Und wir haben jede Menge Fläche, ich weiß noch gar nicht, was ich wo anbringen soll, was wo hinkommt. Ich würde sagen, da muss unser Architekt noch mal ran. Jetzt gehen wir noch mal rein. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube, der größte Sprung wird wirklich in den nächsten 3 bis 4 Wochen. Die Decke ist soweit, ich sag mal, fast abgeschlossen. Leuchtmaterial ist so gut wie alles fertig. Aber wenn erstmal der Boden ist und die Wände verputzt sind, dann bekommt ihr nochmal einen viel besseren Eindruck. Wir schauen trotzdem mal rein. Wie Jonas eben schon gesagt hat, die Lampen würden ziemlich nice aussehen. Ich dachte, die sieht man hier noch gar nicht, aber ich vergesse immer, was für ein großes Objektiv Jonas drauf hat. Was sich noch geändert hat, ist zum letzten Mal, wir haben vom alten Shop alles
provisorisch hierher gebracht, damit die Leute nach Terminshopping weiterhin die Ware vor Ort beziehen können, neben dem Online-Shop. Ihr könnt sehen, wir haben einige neue Hoodies. Ich mache jetzt einfach mal Werbung in eigener Sache. Ja, fast alle Farben sind da. Hier, den müssen wir auch nochmal zeigen. Gut. Okay, dann geht's weiter. Jonas, füll bitte nochmal die Decke. Wir haben jetzt schon die ersten Leuchtmittel angebracht. Das sind unsere Pendelleuchten. Die sollten für ein schöneres Ambiente sorgen. Da dürft ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, ob sie euch gefallen. Ein bisschen Vintage angehauchten Look. Wir bekommen nochmal, das ist so ein bisschen halbfertig, richtige LED-Strahler. Die hatten wir bei Nacht auch schon an. Die reicht, glaube ich, um kompletten Fußballplatz zu beleuchten. Da mussten wir separat nochmal eine Dimm-Technik einbauen, damit ihr auch nicht geblendet werdet, wenn ihr hier auf der Bank sitzt. Okay. Also hier seht ihr, die Heizung ist schon da, unsere Solarzellen sind schon da, unser Warmwasserspeicher ist schon da. Wartet nur noch drauf, eingebaut zu werden. Das hat sich minimal verzögert. Und ansonsten haben wir jetzt die Umkleiden soweit fertig, was den Rohbau betrifft. Ihr seht wieder meinen Vater. Einige von euch haben sich mehr Vater-Sohn bzw. nur Vater-Content gewünscht. Papa, sag mal liebe Grüße. Hallo. Auch wenn es immer so aussieht in den Reels und wie wir das posten, als würde ich hier alles alleine bauen, es ist absolut gar nicht so. Also er ist hier wirklich der Held der Baustelle. Ohne ihn wäre ich total aufgeschmissen. An der Stelle nochmal Papa. Okay. So. In die Umkleiden müssen wir später. Hier wird der Weg aktuell noch versperrt. Erinnert ein bisschen an Herr der Ringe. Weiter geht's. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Das hat irgendwie keinen Zusammenhang. Ja. vielleicht kannst du Gandalf in Blende, wenn du kommst. Hier nicht vorbei. Was sich geändert hat, hier haben wir nochmal eine kleine Mauer eingezogen, das soll die Umkleide abtrennen. Allerdings habe ich nicht richtig auf unseren Heizungsbauer gehört und dachte, wir können vorher schon einbauen. Die muss nochmal raus, sonst bekommen wir den Kessel nicht rein. War my fail. Okay, so, was? Oh. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Gestern wurde unser Boden schon angeliefert. Nochmal herzlichen Dank an den Ace von Hold Strong. Mega schnelle Lieferung. Also wenn ihr irgendwas braucht, die haben jede Menge Home-Gym-Bedarf. Die haben richtig gute Ware. Es ist made in Europa. Deshalb haben die aktuell auch keine Lieferschwierigkeiten. Wenn ihr was braucht, holdstrong.de. Ace, bester Mann. Langsam wäre ich besser, oder? So, jetzt musst du doch wegkommen, Papa. An der Stelle nochmal, Papa. Soll ich an der Hand halten? Ja. Wow. Wir gehen jetzt gleich in die Umkleide. Das Zeug, ich habe immer so Probleme mit EI. Warum baue ich da immer ein U? Ich zeug jetzt 100 Kinder in der Umkleide. Jetzt wird der Hamster was. Hier seht ihr schon, die Umkleide der Damen hat ein bisschen mehr Form angenommen. Oh, ich weiß nicht, wie gut euer Vorstellungsvermögen ist. Hier an der Längswand werden überall Holzspinde angebracht. In die Mitte habt ihr ein paar Sitzmöglichkeiten, sollte geräumig genug sein. Hier wird der Föhnplatz entstehen mit dem schönen Naturholzkantenbrett, mit dem schönen Steinwaschbecken und den schönen Armaturen. Ganz schön oft schön, gell? Aber es wird halt auch schön. Hier geht es direkt ums Eck weiter zur Duschkabine der Damen. Und direkt nebendran wird noch die Damentoilette entstehen. Hier wird natürlich noch abgetrennt. Weiter geht's. Parallel zu den Damen kommen wir in die Herrenumkleide. Jonas, ich schau mal, ob ich Licht anbekomme. Licht gibt's nicht. Ich hoffe, es reicht so. Hier werden die Spinde komplett an der und an der Wand angebracht. Jonas stolper hier nirgends drüber. Hier ist noch ein bisschen Baustelle. Das heißt, bisschen, hier ist alles noch Baustelle. Hier haben wir dann die begehbare Dusche der Herren mit zwei Duschkabinen bzw. zwei Duschköpfe. Und hier geht es nochmal zu den Toiletten und der Föhnplatz für die Herren wird hier angebracht.
Wir sind bereits auch schon wieder am Ende unseres Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet mehr Eindrücke gewinnen von dem Ganzen. In den nächsten 2 bis 3 Wochen wird nochmal ordentlich was passieren. Also schaltet wieder ein, gebt uns doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Ich würde mich von Herzen freuen. Bis bald. Es sollte relativ blickgeschützt sein, wenn ihr euch im Innenbereich befindet. Und das müssen wir nochmal machen.